Hallo und herzlich willkommen zurück bei Batman. Ja, wisst ihr noch hier die letzte Aufnahme, wo der mich so vollgequasselt hat? Aus diesem Schacht hier. Ja, da ist noch eine Luke. Und das kommt davon, wenn man sich... Ja, was heißt nicht konzentriert, ne? Aber man wird von so viel abgelenkt, da nimmt man ja alles wahr. Hier ist ja noch ein Gang. Und den gehen wir... Okay, unbewaffnet, 10 Gegner. Joker mit einem kleinen Absicht für euch alle. Zuerst die gute Nachricht. Ihr habt doch nur Jan. Die schlechte ist, sie redet nicht. Sie hat irgendwo in der Villa ein Dokument versteckt. Ich möchte, dass es gefunden wird. Ich habe einen Plan und es ist es, ihre Zunge zu lösen. Aber durch suche jetzt die Zeit, jeder Winkel. Wer das Dokument findet, bekommt einen Preis. Er ist sauer. Macht schon. Findet sie. Okay. Preise. Der letzte Preis, den er verteilte, kostete meinen Kumpel seine Beine. Joker hat sich stundenlang totgelacht. Als Maul, such einfach weiter. Aber ich kann doch eigentlich, oder habe ich das gar nicht gelernt? Konnte ich nicht hier am Wasserspeier irgendwie was... Es ist nicht hier! ...was festmachen? Kann ich nicht. Wo ist es? Okay, dann machen wir erstmal hier. Mann, ey. Das wird wehtun. Das sind aber richtig viele. Ah, richtig durchgefetzt. Oh. Au, 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 au. Ich mach dich fertig. Wirf ihn zum Boden und trampel auf deinem Gesicht rum! Nein, das machst du bitte nicht! Oh. Du denkst wie ein Mädchen. Schlag ihn nochmal! Ich hab gesagt, ich tun, schlag wie ein Mädchen. Autsch, autsch. Ja, er wollte gar nicht kontern. Er wollte auch nicht kontern. Du wirst auf dem Boden liegen und bluten! Haben wir alle? Nee. Jetzt aber! Nein! Oh! Ah! Kehlkopf! Autsch! Ja, ging nur einfach. Hallöchen! Aber hier wird's nicht sein. Nee, 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 nee. Ja, komisch, ne? Mit der Wasserspeier. Wieder, ich habe das noch nicht gemacht oder ich raffe es einfach nicht. Aber erstmal müssen wir die Bettlauf. Hauptsache, die haben ganz, ganz viele komische Fragezeichen hier. Und das größte Problem ist immer, dass ich immer alles haben möchte. Und deswegen klicke ich auch immer auf einen. Ja, okay. Und hoch. Und ich will die einfach haben, weil die funkelt. So, ja, dann gehen wir erstmal hier nach oben. Hier ist zu. Okay, aber ich komme ja wahrscheinlich hier irgendwie durch. Okay, ja, ja. Ja, scheiß Gewisse. Ist auch jetzt nicht so schlimm. Gucke erstmal, ob hier hinter was ist. Aha, aha. Easy, easy. Wer ist denn hier noch? Ach, bestimmt da drinnen, wa? Logisch. Ich bin mal gespannt, was hier drin ist jetzt, was hier abgeht. Nein, nicht. Ach, Mann, ey. Warst du. So, was ist hier? Nur nix. Okay. Schön. Schön, dass die mich verarschen. Ja, hier ist ja wenigstens etwas. Patientengespräch Nummer 1. Der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Murphy an mich überwiesen. Er hat anscheinend einen Zusammenbruch erlitten. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frauen und Kindern herbeigeführt. Bisher ist der Patient unfähig zu sprechen.
Beobachtungen zeigen geringe mentale Aktivität. Es ist, als ob der Schock über das Gesehene seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte. Da drin ist jemand! Er ist es! Wir haben ihn gefunden! Brech die Tür auf! Notiz an mich selbst. Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Gehen Sie von Dr. Combs weg! Sofort! Runter auf den Boden! Wir haben sie gefunden! Jemand muss einen Arzt holen! Oh Gott, was hat er ihm angetan? Okay. Weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was damit anzufangen. So, da kommen wir ja nicht rein, aber wozu sollten wir hier rein wollen? Achso, da ist die Tür, okay. Alles klar, wissen wir schon mal so ein bisschen Bescheid. Wir wuseln hier erstmal ein bisschen durch. Bevor ich jetzt auf die Karte gucke. Denke ich mal, es geht einfach nur hier lang. Was war das? Achso, das war nicht. Ja, dann wird es hier ja weitergehen. Was ist hier? Oh, da ist einer mit der Waffe. Okay, okay, okay. Aber auch noch nicht nach oben irgendwie. Keine Ahnung, Joker erzählt nichts von deinem Stern. Sie sah ängstlich aus. Vielleicht wusste sie, was kommt. Vielleicht, man sagt, er hat jemanden geholt, der sich um sie kümmert. Ich hätte sie zum Reden gebracht. Wäre lustig geworden. Aber er verliert die Waffe dadurch, das ist ja auch nicht schlecht. Komm jetzt, aufstehen hier. Kämpf wie ein Mann hier. Du, los komm. Oh, Batman ist aber auch ein mieses Arschloch, wa? Das macht man doch nicht. Oh. Ja, Mann, so, das ist die einzige Stelle, wo man nach oben kann. Und hier ist nichts. Ah! Haha, haha. Naja. Da dachten sie wohl wieder, sie können den Newton alten Sioni ein bisschen verarschen, wa? Aber ich finde immer sowas. Eins. Gott sei Dank! Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Oh, so auf den Sack, ey. Aber hier ist keiner mit Waffe, ne? Okay. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Oh, Geschichte ist so wichtig. Ein traumatisches Ereignis hier einmal klar. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Tu das ja nicht weg, Guido. Komm schon! Da musst du mich schon härter schlagen! Willst du was davon? Na ja, ja. Ihr mit eure Scheißmesser. Das wird dich verletzen! Ah! Nein, 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 nein. Nein. Aua, aua, aua. Ja. Gibt's doch gar nicht. Geh doch mal jetzt hier, du. Immer noch nicht. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt musst du nur einen Spaziergang nach unten machen und die Hilfe.
dich. Weiß ich nicht, aber ihr geht mir richtig. Ach nö, wa? Ach so, das hätte ich runterreißen können. Oh, wetten wir? Hätte ich mich mal erst umgeguckt. Nee. Okay. Was hätte ich machen können? Ich sehe doch gar nicht das Seil. Aber hier kann ich doch auch nicht das Seil sehen. Naja, wer weiß. Wir wissen auch nicht, was da mit den Kronenleuchter jetzt mir zeigen möchte. Also wahrscheinlich irgendwie runterpoltern oder sowas. Zuerst die letzte Seite zu lesen. Schnell dich. Also. Hier ist die Pointe. In 2 Minuten macht das Lachgas Pumpen. Und diesen grießgrämigen Ärzten dauerhaft gute Laune. Tick-tack, tick-tack. Ich weiß ja noch gar nicht, schätze hier wieder, ob ich hier so richtig lang möchte. Befreie die Geiseln. Ja, jetzt bin ich aber hier gerade. Oh Gott. Oh Gott. Herr Jutta, ich mich nicht nervös machen lasse von sowas, weil, okay. Was jetzt? Noch 1:30. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und... Nur ein Scherz. Ich möchte jetzt mal wissen, wo die sind, wo ich hier bin. Okay. Okay. Na gut, dann springen wir hier echt mal runter. Okay, alle sind zu. Weißt du noch die Geißeln? Für sie beginnen jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen sie sich ans Atmen erinnern. Tick, tack, tick. Danke, Batman. Jo? Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Für nicht zu gebrauchen. Okay, jetzt ist das hier runtergefallen in den Raum, den wir... Ah ne, doch der Boden kaputt. Wir haben ja doch den Boden kaputt gemacht. Also das hat mein Video ja nicht gesehen. Hätten sie das mal... Das hat man doch gar nicht gesehen, oder was? Also das hier zeigt, dann wäre das doch ganz anders. Wir laufen jetzt hier erstmal die wunderschöne Treppe hoch. Da kriegen wir noch einen Erfolg, wenn wir die ganzen... Ach ne, die hatten wir schon. Ja, hier, einfach kaputt. Oder sind wir mehrere Etagen runtergefallen? Ich weiß das nicht. Wir müssten erstmal den nochmal gucken hier, was da drin war. Ich habe den ja vorhin noch gesehen, ihr habt. Wo wir runtergeschwebt sind, aber hier ist dann nur wieder so ein eine kleine Trophäe und hier geht's nicht runter. Geht's auch lang, aber hier nicht. Ne, geht hier nicht. Okay, alt im Dunkeln. Ich habe auch nichts gesehen, also nicht, dass ihr denkt, nur ihr seht nichts. Ich habe hier auch nichts gesehen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Oder was müssen wir machen? Durchsuche Arkham Villa, um Dr. Jans Forschungsergebnisse vor Joker zu finden. Sind wir nicht in der Villa? Bibliothek. Okay.
Südkorridor. Hier sind wir ja reingekommen damals. Damals. Oder? Eigentlich müssen wir jetzt rechts, links weg hier. Eigentlich hier, ne? Da muss ich ja jetzt nochmal gucken. Ich weiß das schon wieder alt gar nicht mehr. Stimmt, von hier sind wir ja gekommen, ne? Jetzt gucken wir nochmal. Genau. Also müssen wir jetzt den Weg einfach wieder zurück. Ich mach hier mal an, falls hier irgendwelche neuen Fallen kommen. Aber bisher sieht das alt noch gut aus. Und jetzt muss es ja nach rechts was geben, ne? Was ist hier los? Hallöchen. Nichts. Bei euch so? Oh, Doppelschelle. Habt ihr gesehen? Zwei zum Preis von ein. Nach die. Und. Oh, Mist, ey. Also mir hätte das keine Freude gemacht, ehrlich gesagt. Ja, tut schon weh, Batman zu sein. So toller Typ. So. Nee, hier war ja nichts. Aber es soll ja hier oben irgendwie noch weitergehen, ne? Hier. Ach, ich drücke jedes Mal die gleiche. Links und rechts soll es weggehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gucken wir nochmal. Also hier ist tatsächlich eine Tür. Und hier kommen wir auch rein. Wo ist sie hin? Oh. Oh. Ist doch mal ein kleiner Dicker, wa? Guck mal, der hat so richtig so eine Halskrause an. Der hat so ein Joker-Fratze, ne? Oh, ist das eine Bombe? Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Aber ich finde ja auch... Oh, for better rank. Ich finde ja auch geil, dass... Ach nee, wir können jetzt einen neuen machen, ne? Was ist das jetzt? Nee, da, neu. Ich erzähle gleich meine Blitzes-Idee. Sendet auf Frequenzen der nächsten Arken Selbstmordmanschette und lockt diesen Gefolgsmann an. Auf dieser Weise können Gegner von wichtigen Orten weg oder entfallen gelockt werden. Kann nach dem Wurf vorübergehend nicht erneuern. Weiß ich noch gar nichts. Nee, aber der Joker, ne, der hat ja hier einen perfiden Plan sich hier ausgearbeitet, ne? Indem er so sagt ihm halt, ja, ich mag jetzt das Krankenhaus hier einnehmen und versuche alle zu töten und dann Gatlin in die Knie zu zwingen oder sowas. Warum macht er denn so ein langes Spielchen? Also, wenn der so viele Pläne hat, warum macht er das nicht hier, jetzt und gleich, ne? Versteht es nicht. Oh, guck mal, da oben ist so ein Sprühdings. Ich glaube aber nicht, dass wir da rankommen. Ich glaube nicht, dass wir da hinsprühen können. Das wird jetzt nicht viel bringen, weil... Nee, das bringt wirklich nichts. So, da können wir auch nichts machen. Da ist der zu. Da könnte man nur geradeaus. Jetzt gucken wir hier, ob wieder so eine hässlichen Lüftungsgitter da sind. Sind nicht. Naja, dann gucken wir das uns hier auf jeden Fall noch an. Oh. Auf jeden Fall nichts. Wir haben gespeichert. Oh. Da brauchst du schon mehr als das. Gut, Joker, Druckgerät. Sag ihm, dass er nichts sagt.
Sag uns, wo die Schlampe hin ist. Bleib deine andere Hand an. Mach, was du willst. Ich rede nicht. Auf dem Weg nach oben. Was zum... Oha. Ich wusste gar nicht, dass die Waffen haben. Es waren 6 Typen, alle bewaffnet. Nicht mehr. Bleiben Sie ruhig, ich komme zurück. Oha. Ich kann hier nicht hoch. Er macht nichts. Ja, genau, im Sprung wahrscheinlich. Wir haben es geschafft, Batman ist tot! Oh. Hey! Helf dem Freund! Oh. Jetzt wollte ich ganz schnell das nochmal machen, ne? Aber nee. Der Bernward wohl in der nächsten Folge erst machen, ne? Da muss ich mir erstmal wieder so einen Taktikplan ausdenken, ne? Bis zum nächsten Mal.